Heute geht es um den JBL Clip 4. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr zum neuen Video auf meinem Kanal eingecheckt habt. Den hat mein Sohn jetzt geschenkt bekommen von uns und den wollen wir vorher noch mal testen, ob der wirklich was taucht. Und zwar hatte ich vorher schon mal den JBL 3, der ist leider abhanden gekommen. Und der hat hier Bluetooth 5.1, soll bis zu 10 Stunden laufen, ist ein Clip, den kann man sich irgendwo anhängen. Wieder aufladbar und von allen Dingen soll der 10 Stunden halten. Und das werde ich gerne mal mit euch einen kleinen, wir packen den, das würde ich gerne mal mit euch aussehen. Nicht, dass er 10 Stunden hält, aber wir machen zumindest einen freien Musik-Clip-Test an meinem Honor 8X8, ob die Verbindung mit Bluetooth ruckzuck klappt. Und ja, wie der Sound so ist. Und zu diesem kleinen Video würde ich euch herzlich mitnehmen. Und ich hoffe, ihr habt Lust und Bock. Es geht ab zum JBL Clip 4. Check, viel Spaß beim Video. So, da ist das gute Stück schon mal. Wir werden ihn mal auspacken. Der ist sogar noch versiegelt. Ja, natürlich öffnen. Ach, das Ganze lässt sich wieder hier ziehen. 1000 Mal. Und da ist er dann drin. Schon recht groß, kann man sich dann hier so einklinken. Ja. Ich hoffe, der ist bereits vorgeladen. Hier ist eine USB Typ C Anschluss, sehr griffig in der Hand. Einschalten. Okay, er scheint vorgeladen zu sein. Das heißt höchstwahrscheinlich verbinden. Hier ist das Ladekabel bei und Anleitung wird bestimmt auch da sein, wie immer. Irgendwas Kurzes in der Quick Start Guide. So, Changing Play. Hier haben wir dann Stop, Leise und Laut, das können wir damit machen. Also Plus, Minus für Laut und Leise. Nächster Titel gehe ich mal von aus. Also viel Anleitung gibt es da nicht. So, ein paar technische Daten. Wir haben hier, ja, ich lese es einfach mal ab. Der hat also Bluetooth 5.1 Maße. Sie stehen hier nochmal. Länge mal Breite mal 83 mal 143,5 mal 527 mm. Bluetooth 5.1 Frequenzbereich 2400 MHz bis 2483, wenn ich das jetzt richtig erkennen kann. Hält 10 Stunden, 5 Volt, 500 mAh Akku ist da drin. Jetzt habe ich auch die deutschen Specs gefunden, Verpackungsinhalt, technische Daten, Schaltgeber 40 mm 1,5, Ausgangsleistung 5 Watt, das hatten wir ja, 100 Hertz bis 100 kHz, 85 dBA. Und noch was Wichtiges, 5 Volt, 3 Stunden, also Akku, Ladedauer 3 Stunden, 5 Volt, 500 mA und Musikwiedergabezeit bis zu 5 Stunden, abhängig von der Blablabla. So, das ist wohl im Groben das. Kurz finde ich mal hier das Ladekabel, das sollte eigentlich nicht sein. Aber gut, mal gucken, ob wir hier wenigstens bis zur Box reichen. Sorry, wenn mein Sohn dazwischen gequatscht hat, aber das ist ja hier ein normaler Haushalt und ich habe nun mal keine anderen Möglichkeiten derzeitig. Sonst wäre ich rübergegangen in den Streaming-Raum und auf zwei, aber man kann ja nicht alles haben. So, da soll das Ding angeschlossen werden und dann gucken wir mal auf die Ladestation, ob wir eine Kontrollleuchte kriegen. Gibt es hier irgendwas, wo er uns anzeigt? Da sagt er, wir laden, das ist eine rote Kontrollleuchte. Und jetzt nehmen wir uns mal das Honor. So, und mal sehen, ob er jetzt was sagt. Wenn wir ihn einschalten. Eingeschaltet. Test. So, ich habe ihn jetzt gefunden, Clip 4. Zugriff auf Kontakte machen wir einfach, müssen wir jetzt nicht, aber wir machen einfach verbinden. Wir haben eine Verbindung.
So, jetzt können wir, das war relativ einfach, ich musste noch mal die Taste drücken. Wie gesagt, hier lernen wir auch bei Doing. So, und den hat er jetzt. Und dann lassen wir mal abspielen. So, wir machen jetzt mal einen Test-Sound. Das ist von Neff Flex, das ist freie Musik, das muss ich immer sagen, die Beschreibung davon, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Coole Gruppe oder cooler Kanal, kann ich nur empfehlen. So, Verbindung ging relativ schnell. Das war volle Lautstärke, ist schon heftig. Was nicht geht, ist natürlich der nächste, kann ich jetzt den nächsten Titel wählen. Das gefällt mir auch ganz gut. Also die Bluetooth-Verbindung war am Anfang ein bisschen schwierig, kann aber am Ende liegen. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, go. Der brummt schon ganz schön fleißig weg, muss ich ehrlich sagen. Kann man ja gierig bei werden. Go, 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 go. Zum selber behalten. Nein, nein, gehört Kind. So, jetzt kommen wir nochmal richtig zu den Produktmaßen. Das ist 8,6 mal 13,4 mal 4,6 cm Gewicht hat er 239 Gramm. Na, das ist so normal. Er ist auch recht leicht. Wir lassen nochmal abspielen. Kommt schon ganz schön in der Hand. Dass ihr euch ungefähr den Sound anhören könnt. Also es schon die Knöpfe, okay. Das geht recht gut. Beethoven finde ich immer ganz cool, kann man mal kurz anspielen. War bei YouTube letztens umsonst also zu beziehen. Für warum das frei ist. War. Das hätte ich. Da kann man immer den. Also man kommt auch mit langen Drücken nicht. Das kann man nicht machen mit zurück. Man kann nur laut und leise machen. Das muss man dann auch mit dem Handy machen. Das finde ich irgendwo eigentlich ein bisschen schade. Geht er aus? Ja, verbindet sich auch gleich wieder, es klappt. Ja, da wird sicher. So, ne, mein Freund. Also, Verarbeitung ist wirklich gut. Gut, der soll das mal austesten. Wir gucken uns mal die Ladezeiten an und dann quatschen wir noch mal weiter. Das Ding muss erstmal geladen werden. Circa 3 Stunden, sagen die. Ich schaue jetzt mal auf Uhr, 17 Uhr, dann müsste er bis 20 Uhr eigentlich voll sein. Okay, dann hören wir uns gleich nachher. Da erzähle ich euch noch die Ladezeiten. Bis dann erstmal.
So, wenn er dann verbunden ist, haben wir hier vor dem Verblinken blinkt es hier weiß. Haben wir gerade noch mal ausprobiert. Und wenn er dann verbunden ist, dann blinkt er hier drüber, also nicht mehr, ist Dauerbetrieb. Bei geladen wird das gleiche sein, aber die Ladezeiten gucken wir uns gleich noch mal an und mein Sohn sagt mir dann, wenn es soweit voll ist, und dann sehen wir uns dann zum Schluss. So, da sind wir zurück von unserem Clip 4. Mein Sohn hat sich natürlich sehr gefreut. Also der Sound ist schon richtig Hammer. Muss man ehrlich sagen, er ist billiger als der oder günstiger als der Clip 3. Hat natürlich, dass man ihn einhängen kann. Die Verbindung geht recht gut. Einfach, wenn er erstmal eingesucht und gefunden ist, ist das recht einfach gemacht. Da kann man natürlich schon mal mit nach draußen nehmen. Man hat die Möglichkeit, ihn irgendwo beim Campen einzuhängen oder draußen sonst wo hinzuhängen oder sich als Gürtel an den Gürtel oder Hosen bunt zu machen. Na, ich finde den Sound super. Hier stimmt auf jeden Fall Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist JBL, es ist eine gute Marke, die man da hat und man hat Qualität. Man hat seine 2 Jahre Gewährleistung drauf. Hier stimmt auf jeden Fall das Preis-Leistungs-Verhältnis mit dem. Der finde ich jetzt nicht zu teuer. Da gibt es teure Geräte und die können auch nicht mehr. Gewünscht hätte ich mir nochmal durch Knopfdruck dieses Vor und Zurück, aber das habe ich irgendwie vielleicht auch nicht hinbekommen. Kann natürlich auch sein, dass ich zu dumm dazu bin, aber weiß ich noch nicht. Aber man kann Stopp machen und laut leise stellen. Also alle Grundfunktionen sind vorhanden. Verarbeitung gut, deswegen landet der auch in der Videobeschreibung und kriegt von mir 5 Sternchen. Na, das ist amtlich. Wie gesagt, auch von meinem Sohn die gleiche Bewertung. Der ist vollends zufrieden damit. Wäre schön, wenn ihr diesen Link nutzt. Das ist ein sogenannter Amazon-Partner-Link. Dafür kriegt der Kanal eine kleine Provision. Ihr müsst natürlich nicht mehr bezahlen. Aber ihr könnt natürlich einkaufen, wo ihr wisst. Ist jedem selbst überlassen. Ist kein Zwang. Das schon mal danke. Natürlich könnt ihr auch gerne mal den Thank-You-Button rechts unter dem Video drücken. Das findet ihr schon selber raus, was das ist. Das supportet den Kanal natürlich auch. Danke. Nächste Video ist am Start. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr kein Video verpasst. Ich kann mich an dieser Stelle nur verabschieden. Das nächste Video ist natürlich am Start und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Na, in diesem Sinne sage ich, solltet ihr Fragen haben, haut es in die Kommentare. Na, würde mich auch mal interessieren, was ihr von dem Teil haltet. Gut, das war's soweit. Ich sage tschüss und bye bye. Bis zum nächsten Technik-Check. Macht's gut. Bis dahin, euer Ducky. Bye bye.